Jetzt leben die Montforter Zwischentöne auch von der Partizipation, also nicht nur Kultur als Kulturkonsumation von den Besuchern, sondern dass die tatsächlich auch aktiven Teil bei den einzelnen Veranstaltungen mitnehmen können. Das ist auch ihre Spezialität, wenn ich es mal so sagen darf. Dafür stehen sie ja auch. Das wird jetzt, wenn es so aussieht wie es jetzt, wieder funktionieren. Ja, durchaus. Also eben ein Format, das wir von Anfang an angeboten haben, war der Salon Paula. Das ist, wir verleihen quasi Musikerinnen und Musiker an Vorarlberger Haushalte. Man kann sich darum bewerben und dann kommt die Cellistin und schleppt in den dritten Stock in die Wohnung das Cello oder in dem Fall haben wir eine Harfenistin, eine Harfe hinauf und du erlebst quasi einen Weltklasse-Musiker am eigenen Küchentisch. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, dann auf eine ganz andere Art und Weise in Kontakt zu gehen. Wir haben mit dem Künstler Marc Ricklin diesmal eine Intervention im öffentlichen Raum, nämlich wir bauen eine Innehaltestelle auf. Mhm. Und in dieser Innehaltestelle gibt es eine leere Not-to-do-List, also wo sich die Bevölkerung, wo sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer einschreiben können, was sie aufhören, was sie beenden wollen in mhm. ihrem Leben. Und so ist es unser ein wichtiges Anliegen, dass du die Möglichkeit hast, auch quasi teilzunehmen und auch was zu geben. Ich glaube, spannend ist, wenn so ein Geben- und Nehmen-Prozess innerhalb eines Festivals mhm. funktionieren kann, auch. Auch für die Künstler, nehme ich an. Auch für die Künstler. Deswegen ja. kommen die, nehme ich an, auch speziell auch zu diesen Veranstaltungen, weil es halt mal was anderes ist. Genau, und weil ich glaube, es wird immer wichtiger, eine Beziehung aufzubauen. Also wir haben das gemerkt im Lockdown oder jetzt in den letzten Jahren, dass wenn du in ein lebendiges Netzwerk investierst, wenn du mit der Region verbunden bist, wenn du Klangkörper und Künstlerkollegen aus der Region wertschätzt und in das Programm einbaust, dann stehst du ungleich stabiler da, als wenn das alles sozusagen anonyme Kontakte aus dem Ausland mhm. sind, die zwar absolute Meisterleistung abliefern, aber doch irgendwie unverbunden wieder abreisen. Mhm. Jetzt haben Sie schon einige der Programmpunkte erwähnt. Das Ganze steht unter dem Motto Land, ein Begräbnis zum Aufhören, zwei Messen über die Sehnsucht, Performances, Ausstellungen und ein Abschlusskonzert für einen guten Beginn. Klingt ein bisschen kryptisch. Genau. Was ist denn sonst noch dabei? Also Sie haben es erwähnt, es gibt diese sogenannten Wohnzimmerkonzerte, mhm. oder diese Küchentischkonzerte ja. eigentlich. Es gibt eine Radiosendung, gibt es auch dieses Jahr wieder. Mhm. Und dieses Innenhalten, also diese öffentliche Performance, mhm. was erwartet die Besucher sonst mhm. noch? Ja, also wir haben angefangen letztes Jahr mit einem sehr speziellen Format. Und zwar mir ist es aufgefallen, als ich mal bei einer Bestattung, bei einem Begräbnis war und haben wir gedacht, das ist eigentlich irgendwie so toll, diese Reden auf den Verstorbenen und irgendwie leider hört er das nicht mehr und man denkt sich, schade, dass das zu Lebzeiten eigentlich nie ausgesprochen worden ist. Es ist eigentlich ein tolles literarisches Genre, auch der Nachruf. Und wir haben uns überlegt, wir könnten Nachrufe zu Lebzeiten mhm. an Philosophen vergeben oder an spannende Denkerinnen. Und wir haben zum Beispiel einen Philosophen beauftragt, für uns eine Totenrede auf die Muße zu schreiben mhm. oder eine Totenrede auf die Privatsphäre mhm. oder auf die Gewissheiten. Und heuer haben wir Robert Pfaller eingeladen, eine Rede auf die Distanz zu halten. Mhm. Weil das Bedrückende an der ganzen Corona-Krise ist ja eigentlich, dass wenn eine Gesellschaft in Krise ist, dann heißt es, wir müssen zusammenrücken und wir haben alle auf Distanz gehen müssen mhm. und haben das auch ein bisschen eintrainiert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber manchmal bin ich noch irritiert, wenn jemand kurz nah herkommt oder die Hand oder, geben, oder, genau, oder was gibt, auch immer. Ja, ja. Genau, und das war ja eigentlich ist es was Wunderbares an der Gesellschaft, sich die Hand geben, sich zu umarmen, sich etwas ins Ohr flüstern, vielleicht einfach sich nahe zu kommen, auch physisch, wir sind ja physische Wesen. Also da haben wir was verloren. Und wir kombinieren, und das ist eine Spezialität der Zwischentöne, wir kombinieren eben solche Elemente dann eben mit Musik. Also wir haben ein Ensemble gebeten, für uns dann quasi Requiem-Musik, also mhm. Sterbemusik dazu zu machen. Das ist durchaus ironisch zu verstehen. Und das ist noch ein wichtiges Element der Zwischentöne. Wir versuchen immer wieder Talente aus dem Land einzubeziehen. Und Vorarlberg ist ja bekannt, dass es eine fantastische Baukünstler, Baukünstlerinnen-Szene mhm. hat. Und wir vergeben einmal im Jahr den Auftrag für uns, eine Probebühne, eine Pop-up-Bühne zu bauen an herausragende Architektinnen und Architekten. Und das ist diesmal Bianca Anna Böckle, die für uns dann diese Kapelle baut. Also du hast jetzt diese philosophische Rede, die irgendwie spektakulär ist, dann hast du Musik direkt dazu und dann hast du auch noch eine Kapelle, die wir ins alte Hallenbad reinbauen. Mhm. Und so haben wir Vorarlberger Architekten integriert, einen tollen Sprecher und großartige klassische Musik.
Und die Idee ist jetzt, dass sich das alles gegenseitig verstärkt und dass vielleicht jemand, der einen guten Vortrag hören will, damit in ein klassisches Konzert kommt, jemand, der klassische Musik hören will, in Architektur gerät, jemand, der sich für Architektur interessiert, dann vielleicht eben diese Musik hört. Und das ist sozusagen die Wette der Montfort der Zwischentöne, dass wir dadurch nochmal ein ganz anderes Publikum erreichen.